Wir müssen zum PD. Du verschissenes Arschloch. Reparier mein scheiß Karre. Oder geht's dir gut? Ja, mein Auto nicht. Tut mir leid, Bruder. Ich bin neu. Verdammte Scheiße. Der Officer, der ist in der Gegenspur gefahren und mir komplett reingefahren. Der Officer, der ist in der Gegenspur gefahren und ist mir komplett reingedünscht. Ich bin auf der richtigen Spur. Er nicht. Ich möchte meinen Schaden ersetzt haben. Das können Sie gerne bei der Leitung machen. Ja. Wie, wo ist denn Ihre Leitung? Gehen Sie vorne ins PD, ja? Da ist schönen Montag, Herr Morangé. Ja, mein Auto ist kaputt. Ach komm, ich repariere selber. Geht doch. Mal wieder professionelle Cops, Digga. Mal wieder Profi. Profi. Mal schneller Profi. Cops, Ihr Freund und Helfer. Ich suche die Frau Dean. Die Frau Dean? Hat Platin, sie blonde Haare? Ja, platinblonde Haare. Weiße Haare. Ja, die ist gerade in einer Streife unterwegs. Ach, die ist sogar unterwegs. Könnten Sie vielleicht sagen, ja, dass Kevin Hilton vom PD auf Sie wartet? Gut, ich hatte Sie mal angerufen. Dankeschön. Ah, Frau Dean, da sind Sie ja. Weiß ich jetzt nicht. Muss das? Was? Wegen meinen Aggressionen? Schenkst du mir den fucking Teddybär? Ah, jetzt machst du... Da hat einer Frauen aber nicht verstanden. Was soll denn mit einem Teddybär? Elton, bitte ziehen Sie sich einmal die Schuhe an und aus. Ja, natürlich. Ja, gut, ich wusste nicht, dass Sie direkt so rangehen. Alles klar. Nee, tatsächlich macht Ihre Kleidung ein bisschen Faxen. Frau Dean, ja, ich bin wieder heute zu Ihrer... ich bin zu Ihrer heutigen Belustigung mal wieder hier. Denn ich habe mitbekommen, dass Sie schlechte Laune... Belustigung? Ja, ich habe mitbekommen, dass Sie schlechte Laune haben. Ja, ich habe ein bisschen sehr schlechte Laune, ja. Ja, und ja, das kann ich verstehen. Also wenn hier irgend so ein 30-jähriger erwachsener PD-Beamter, der mit einem Teddybär um die Ecke kommt. Ja, Sir. Wir hätten noch zwei Kinogutscheine für Sie beide, wenn Sie möchten. Kinofilm ist ein schlechtes Date, weil man sich gar nicht unterhalten kann. Ins Kino geht man mit 12. Was ist denn? Also, Ma'am, was ist denn hier mit den Officern los? Ich dachte, das ist ein erwachsener Polizeibeamte. Ja, ins Kino geht man mit 12. Man geht doch nicht beim ersten Date ins Kino, weil dann sitzt man einfach nur stumm da rum und redet kein Wort. Also, naja. Ja, auf jeden Fall bin ich. Ich wurde hier mein Alarmsensor auf meinem Handy geringt. Denn jedes Mal, wenn eine wunderschöne Frau wie Sie mit einer Scheiße beschenkt wird, wie einem Teddybär. Einen Moment. Geben Sie mir ganz kurz 10 Sekunden. Warten Sie kurz. Perfekt. Mein Auto wurde abgestellt. Naja. Auf jeden Fall, wenn eine Frau wie Sie mit einem Teddybär beschenkt wird, dann komme ich und habe was viel Besseres. Also, ich möchte Ihnen einen Kevin Hilton Erlebnisgutschein schenken. Das beinhaltet. Ein Erlebnisgutschein. Mhm. Und zwar, das beinhaltet, sollten Sie von dem Dienst mal richtig genervt sein, dass Sie sagen so, boah, ich habe heute echt keinen Bock zu arbeiten, dann werde ich sofort alles stehen und liegen lassen. Bitte nicht Freitag, da bin ich selber beschäftigt. Oder am Samstag, da habe ich abends den Club zu führen. Bitte nicht Freitag, bitte nicht Samstag. Nein, sonst habe ich Zeit. Aber schauen Sie, ich habe immer Zeit. Außer Freitag, Samstag, da muss ich halt... Was machen Sie heute Abend? Frau Dean, wir sind nicht befreundet. Heute Abend? Mhm. So gegen... Na, ich bin im Dienst bis 1 Uhr. Wir haben tatsächlich Dienstpflicht. Sie können nicht einmal dienstfrei machen, oder was? Ich kann erst aus dem Dienst gehen um 1 Uhr. Davor habe ich tatsächlich Dienstpflicht bis 1 Uhr. Frau Dean, mein Club, Club 77, hat heute exklusiv für geladene, geschlossene Gesellschaft öffentlich den Club. Und tatsächlich würde ich Sie als Einzige aus dem PD einladen, weil ich weiß, dass Sie im Herzen eine gute Frau sind. Ach, wissen Sie das? Kennen Sie mich? Nö. Das ist der erste Eindruck. Liege ich einfach falsch? Ich glaube, jetzt wenn Sie meine Kollegen fragen, die würden sagen, ich bin eiskalt. Ja, ich meine, Ihre Kollegen schenken Ihnen auch einen Teddybär, also kein Wunder, dass Sie denken, dass Sie eiskalt sind. Alles klar, ja, bei dir. Ja, Kinogutscheine, ne? Kennen ja, Sie das ist ja amazing. Ja, ich würde Sie gerne einladen, tatsächlich. In Ihren Club. Mhm. Club 66 oder 77, wie auch immer. Aber warum 77? Weil es an der 77 ist. Ja, müssen selber gestehen, macht schon auch Sinn. Kann es sein, dass es am Hafen ist? Ja, Club 77 und 77, ja. Ziemlich weit weg von der Innenstadt. Ja, ich hab doch gar keinen Bock, hier am Würfel, soll ich am Würfelpark laufen? Hast du nichts oder was? Jo, Sie müssen direkt in mein Ohr so schreien, ey. Hörsturz. Ja, tatsächlich bin ich gerade ziemlich schlecht gelaunt, darauf muss ich einstellen. Ja, normal, ne? Also, normal, verstehe ich. Deswegen möchte ich Ihnen einen Kevin Hilton Erlebnisgutschein schenken. Der macht garantiert gute Laune. Also das ist jetzt eine 100% gute Laune Garantie. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Sollte das nicht passieren, würde ich mir sogar das Leben nehmen. Oh Gott, nee, machen Sie das bitte nicht. Ja, sehen Sie, ich stehe hier noch. Ich bin tatsächlich ziemlich schwer zu beantworten. Tja, und ich bin ziemlich, ja. Fehlt mir ein Antwortspruch drauf. Was sind Sie? So, was habe ich noch nicht geplant. Sie sind ziemlich schwer, was? Ja, Ja, ich gebe noch ein bisschen Bedenkzeit. Ja. Sie machen es jetzt nur noch schlimmer, deswegen, ich bin ziemlich kreativ, was beeindruckend angeht. Wissen Sie, machen wir es so. Wir kriegen jetzt endlich meine Handynummer, dann haben wir das endlich hinter uns, 375. Okay, warten Sie ganz kurz. Können Sie bitte mir einen Gefallen tun?
Ja, bitte. Halten Sie sich bitte ganz kurz die Ohren zu. Jaren. Yes! Yes! Der Kollege ja! Vorne, der endlich! Oh mein Gott! Ja? Achso, es tut mir leid. Julia Dean 275. Julia Dean. D-E-A-N. Wie heißen Sie? Mary. Ach, jetzt kommt wieder diese. Ich dachte. Kann ich einfach Julia nennen? Maeve. Okay. Ich Julia. Einfach Maeve. Kann ich nicht einfach Julia nennen? Ich meine, dafür ist noch ein zweiter Name da, oder nicht? Nennen Sie mich Julia. Ich nenne sie ja. Maeve. Nennen Sie mich nein, jetzt nenne ich sie Mavery. Mavery, ich werde mich bei dir melden. Mavery. Gut, Julia, ich werde mich bei dir heute Abend irgendwann melden. Ja, melden Sie sich dann. Tschüss. Natürlich. Ja, kommen Sie rein. Ich werde mich nachher bei ihm melden. Ja, machen Sie das. Schönen Dienst. Ja, schönen Tag. Ja, ich brauche noch zu Ende, also Sie können ja noch gehen. Okay, passt. Geile Sau, ey. Kannst du dich setzen, Laura? Ja. Laura. Ja. Warum sollte ich dich einstellen? Weil Sie Gesellschaft brauchen. Entschuldigung. Was machen Sie in meinem Büro? Ach, ist das hier ein Büro? Was machen Sie in meinem Büro? Hier hat mich einer reingelassen, der hat gesagt, ich soll hier jemanden suchen. Was machen Sie mit meinem Scheißbüro? Ach du Scheiß, haben Sie eine Knarre? Gehen Sie aus meinem Scheißbüro. Nehmen Sie die Knarre. Gehen Sie aus meinem Scheißbüro, los. Oh fuck, Scheiße, beruhigen Sie sich. Gehen Sie aus meinem Scheißbüro. Ja, wo ist, ich bin doch aus dem Büro, oder? Da. Ey fuck, wo hört das denn auf? Hier? Laura. Ja. Warum sollte ich dich einstellen? Weil sie Gesellschaft brauchen und Mitarbeit. Ja, nein. Warum sollte ich dich einstellen? Deine Qualitäten, Vorteile, Nachteile, positiv, negativ. Mal eben überlegen, Laura, du verschwendest meine Zeit. Laura, kannst du tanzen? Nein, zu tanzen. Ob du tanzen kannst? Ja, in welche Richtung? Schön. Normal. Zeig. Ja. Vielleicht kann ich dich als Tänzerin gebrauchen. Stell dich halt auf, Laura. Jetzt stellst du dich in den Kreis, dass das gut aussieht. Und du gut beleuchtet bist. Und jetzt ziehst du deinen Rock aus. Sprich Englisch. So. Ja, und jetzt tanz. Was? Laura. Ja. Stell dir vor, hier stehen 20 Typen, die haben Spaß, die feiern. Und eine hübsche Frau wie du, ja, die soll die allgemeine Stimmung des Clubs aufwerten, indem sie nice tanzt. Tanz nice. Soll ich ihn noch? Laura. Ja. Ja, Laura, geht doch. Wieso habe ich denn so lange drauf gewartet? Das sieht doch cool aus. Sehr gut, Laura. Darf ich wieder runterkommen? Kannst du dich anziehen, komm mal im Büro. Oh, das war aber eine schwere Geburt, Jungs. So, Laura, unser Bewerbungsgespräch ist beendet. Was denkst du? Hast du den Job? Hast du den Job nicht? Was denkst du? Weiß ich nicht. Schau mal, Laura. Eigentlich würde ich dich hier rausprügeln, weil du meine Zeit verschwendet hast. Aber ich gebe dir eine Chance. Ich gebe dir eine Chance, weil du es am Ende noch hinbekommen hast. Heute ist eventuell die erste Party, eventuell. Geschlossene Gesellschaft, wenig Leute. Aber am Freitag öffnen wir um 22 Uhr. Kann ich auf dich zählen, Laura? Natürlich. Dann warte bitte vor dem Club, ich komme gleich raus und schick bitte den nächsten Bewerber rein. Sie können sich setzen, Sir. Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich setze mich hier auf die Kante, wenn das okay ist. Natürlich. So. Hast du auch keinen Herzinfarkt bekommen? Ja, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Herr Hilton heißen Sie, ne? Hab ich schon gehört. Wie heißen Sie? Freut mich, ich bin Herr Shepard. Hören Sie, ich will einen Job bei Ihnen als Türsteher. Ich sorge dafür, dass nur die guten Shias reinkommen. Denn ich bin hier der Babo und die Alpha Kevins bleiben draußen. Daher bitte ich Sie, dass Sie mir gönnen auf Ihren Nacken und dass ich den Job kriege. Ich habe gehört, Sie sollen alter Ehrenbruder sein. Ich verstehe schon, Sie wollen ja ein bisschen Jugendsprache raus. Ich sag Ihnen, wie es ist. Ich komme von der Straße und ich habe jetzt nicht, die letzte Zeit habe ich nicht gearbeitet. Ja. Verstehen Sie? Wie sind eigentlich Ihr Vorname? Aber ich bin ein guter Arbeiter. Herbert. Herbert Shepard, okay. Herbert. Was sind denn Ihre Qualitäten und Ihre Nachteile? Also warum soll ich Sie einstellen? Warum soll ich Sie nicht einstellen? Sie sollten mich einstellen, weil ich nur die richtigen Leute in Ihren Club reinlasse. Und Sie sollten mich nicht einstellen, weil ich einfach zu krass bin für die ganzen Alpha-Kevins da draußen. Und ich bin ein bisschen alt. Ja, schön. Ich sag Ihnen, ich bin nicht so leicht zu provozieren und naja, wenn die ganzen Evolutionsbremsen versuchen mich zu dissen, dann kriegen die von mir eine Nackenschelle. Die sich hoffentlich gewaschen hat. Aus dem Club raus. Merkur, der, das ist der Herbert Shepard. Ja. Der will sich als Türsteher bewerben.
Guck dir den mal an. Ich habe mal auch schon, ich habe schon so eine Idee. Ich will, dass du dir auch ein eigenes Bild machst. 69. Ja, richtig. Ich bin 69. So halten. Hallo. Guten Abend. Ich bin hier für ein Bewerbungsgespräch. Ja, da kommen Sie mit. Die nur die Chayas reinbringen. Yalla, die kriegen alle einen auf Nacken. Sie können sich einsetzen. Sie können sich hinsetzen. Also, sie können stehen. Ja, es ist so in Ordnung. Sitzen Sie immer so breit, meine ich, oder? Ich schaue einfach eigentlich weg. Nicht, aber es fühlt sich gerade gut an. Ja, wie heißen Sie? Stellen Sie sich mal bitte vor. Ich bin Galina Geil und bin 25 Jahre und mir wurde hier eine Stelle als VIP-Managerin angeboten von einem Kollegen von Ihnen. Hm. Und da wollte ich fragen, ob das so in Frage käme bei Ihnen. Herr Hilton. Sie heißen Galina Geil. Genau, aber Geil mit AI bitte. Ganz wichtig. Also, Ihr Nachname, der passt auf jeden Fall zu Ihrem Äußeren. Ah, okay. Dankeschön. Also in Russland bedeutet dieser Begriff was ganz anderes, deswegen weiß ich nicht genau, was Sie meinen. Was bedeutet es denn in Russisch, das Geil? Hartnäckig. Das wollte ich sagen. Einen Moment, ich muss kurz auflegen. Das ist der Herr Wolters. Sie machen optisch einen Eindruck, als wären Sie sehr hartnäckig. Ja, das sieht man doch, oder? Блядь, сука. Hier in dem Club haben wir so einen Dresscode, was Frauen angeht. Also sie müssten halt ein Kleid tragen. Wäre das ein Problem für Sie? Das wäre gar kein Problem für mich. Schön. Sie scheinen sehr arg nachzudenken. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, ich frage mich gerade. In den letzten 3 Tagen fahre ich hier rum und versuche irgendwelche Frauen für unseren Club einzustellen und ich finde irgendwie nur so Müll und auf einmal kommt hier so ein Diamant angelaufen. Da muss irgendein Haken sein. Geiles Gestell. Ah, ja, okay. Ja, Entschuldigung. Nee, eigentlich nur so ein Diamant. Also, so krass auch jetzt ich. Ach so. Ja, ich übe natürlich noch an meiner Sitzweise Herr Hilton, aber ja. Na, ich wollte gerade sagen, du könntest mal so ein bisschen stilvoll hinsetzen. Nicht so wie so ein Typ. Ja, ich übe mal kurz. Sicher, dass Sie keinen Cock haben? Also, ich habe echt schlechte Erfahrungen gemacht mit Frauen, die einen Cock haben, sage ich Ihnen ehrlich. Ich habe viele Frauen erzogen, die einen Cock haben, tatsächlich. Also vom KGB. Also ganz kurz. Also angenommen. Ich distanziere mich davon, okay? Also ich könnte, wenn ich jetzt eine Frau mit Cock hätte, dann könnte ich die bei Ihnen vorstellen. Nein, danke. Ich arbeite dort nicht mehr. Ich würde gern bei Ihnen arbeiten, Herr Hilton. Okay, also Ihr Aufgabenbereich wäre wie folgt. Am Wochenende müssten Sie unsere VIP-Gäste betreuen, von vorne bis hinten. Also ja, das kann ich sehr gut. Sehr gut. Sie sind halt der James, der weibliche James. Und ja, sehr gerne. Ich würde sagen, eine weibliche Person in dem Bereich kommt auch oft besser an als eine männliche. Ich will da jetzt nicht zu hart schießen, aber ich glaube, ich wäre die perfekte Frau dafür. Hm. Ja. Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen, Herr Hilton. Tatsächlich, in der Woche müssten Sie abrufbar sein. Das heißt, Sie sollten des Öfteren sich hier vor dem Clubgelände aufhalten. Und wenn Sie sehen, dass ich in ein Auto einsteige, dann steigen Sie auch in dieses Auto ein. Okay, Herr Hilton, Sie müssen über mich wissen, die Arbeit steht über meinem Leben und deshalb wäre das ganz gut. Philipp, wo steckst du gerade? Ist wichtig oder? Ich bin gerade im Bewerbungsgespräch mit einer echt scharfen Braut. Achso, okay, sorry, alles gut, hat sie erledigt. Entschuldigen Sie, Ma'am. Wichtig. Sehr gut, also die Arbeit ist Ihnen wichtiger als Ihr Leben. Das ist schon mal sympathisch. Das ja, mir genau. Liebst. Sehr gut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sie haben eine Probewoche gewonnen. Ja, pass auf, dann fahre ich mit Laura und Alina, was war das? Galina Geil. Galina Geil. Auch Frau Geil sagen. Oder Galina, das ist auch in Ordnung. Ich wollte mich echt umbenennen zu Kevin Brutalo. Geil? Oh, okay. Nee, Brutalo. Übrigens, Frau Geil, da Sie jetzt meine Nummer uno sind, sollten Sie sich um die zukünftigen weiblichen Mitarbeiterinnen bitte kümmern. Das heißt, wir wollen ein einheitliches Outfit, das zeige ich Ihnen gleich. Und das sollten dann die auch alle tragen. Ich hätte einen kurzen Vorschlag. Wäre es auch in Ordnung, wenn ich mich gerade von den anderen Frauen hier abhebe? Ist nur so ein persönliches Ding. Wenn es nicht in Ordnung ist, können Sie es gerne sagen. Sie können eine andere Kleidfarbe anziehen. Ein bisschen einen auf krasser machen. Laura? Ja, wie findest du die Galina Geil? Ja, sehr hübsch. Laura, schön. Du bist auch eine ganz hübsche. Und auch voll sympathisch. Ja, auch. Danke. Wie alt bist du? Bin gerade mal 18 geworden. Ach, so schön. Oh, Herr Hilton, sind Sie abgelenkt? Ja, ich habe gerade auf Ihre Titten gestarrt, tatsächlich, Entschuldigung. Oh, ich habe nicht meinen ich habe einen Ausschnitt. Okay. Laura, ich... Sind Sie immer so sprachgewandt? Erinnere mich bitte daran, Laura, mir eine Sonnenbrille zu kaufen, die Schutzklappen dran hat, wie bei so einem Pferd. Sonst kann ich nicht in Ruhe Auto fahren, wenn neben mir sitzt. Also, Galina Geil, ich lasse Ihnen gleich freie Hand, ein Kleid zu wählen, was Ihnen gefällt, und dann wird sich da Laura dann anpassen. Okay, dann, ja, okay. Dankeschön. Wenn ihr noch irgendwo Frauen finden solltet, dann sagt auf jeden Fall Bescheid. Wichtig. Wir haben so 2 Podeste, wo Frauen tanzen können. Aber wir brauchen noch mindestens nochmal 2. Hallo? Ja. Lauf mal weiter, Junge. Ja, darf ich rein? Nein.
Verpiss dich. Okay. Vielleicht kommt. Geld abheben wenigstens. Verpiss dich, hab ich gesagt. Okay. Ja, mein Traumbruder war. Hör nicht auf Mutter und Söhne, ihr habt keinen Plan, Digga. Ja, ich hab's bald geschafft. Heute wissen alle, was ich mach. Ja, mein Traumbruder war. Ich hab's bald geschafft, heute wissen alle, was ich mach.